Jo, ich zeige hier mal, wie man eine Determinante ausrechnet. Und zwar gilt das nur für quadratische Matrizen. Also sprich, die Zellenanzahl muss gleich der Spaltenanzahl sein. So. Und da mal geht man so vor, dass man nach Zellen und nach Spalten entwickelt. Ich mache das mal hier jetzt. Nach Zellen. Ich nehme jetzt mal die Zellenentwicklung. Also, ich fange hier mit dem ersten Element an. Oder mit der ersten Komponenten. Bei Matrizen sind es ja. Bei Matrizen sind es Komponenten. Und ich fange hier mit der ersten an. So, also ich nehme die erste Zeile. So. Und da muss ich dann mir den Rest der Zeile und auch hier den Rest der Spalte ausgeblendet denken. Also das muss ich dann das muss ich dann ausblenden. So. Also ist der erste Vorfaktor A11 mit der Unterdeterminanten. Ich hoffe mal, ja. So, dass der Strich gerade wird. So. Okay, und dann nehme ich hier mir die Unterdeterminante. Also das wird auch wieder eine Determinante. So, dann ist das hier A22, A23, A24, A32, A33, A34. A42. A42, A43 und A44. So. Und als nächstes kann ich mir jetzt weiter überlegen, ob ich jetzt die nächste Determinante bilde. Das kann ich auch machen. Allerdings muss ich jetzt auch macht, also ich schreibe das mal hin. Schachbrett. Hier gibt es noch eine Schachbrettregel. Und zwar muss ich die erste Komponente plus, die zweite minus, die dritte wieder plus und die wieder minus. Die minus plus minus plus plus minus plus, minus, minus, plus, minus, plus. So. Das heißt, die zweite Komponente, mit der ich starte, ist negativ. Also minus A12. So, auch wieder Unterdeterminante. Und zwar, jetzt muss ich mir die erste Zeile und diese zweite Spalte, die muss ich jetzt ausblenden. Die muss ich jetzt komplett ausblenden. Und der ganze Rest wird jetzt meine Unterdeterminante. Man muss jetzt so höllisch aufpassen, dass ich hier jetzt. Ist zwar hier negativ, ne? A21. Aber das gilt nur für die Vorfaktoren dann. A21. A22 darf ich nicht hinschreiben. Ich muss jetzt hier A23, A24. So. Entschuldigung. A31. Dann A33. A34. So. A41, A43 und A44. So, die nächste wieder plus A31. Ein bisschen weiter runter hier. So, schreibe ich aber hier noch mit hin. Das Plus und dann schreibe ich ein bisschen hier runter. So, A13.
So, wieder Determinante. Ein Frosch im Hals. So, und jetzt wieder die Zeile ausblenden, die Spalte ausblenden. So, jetzt wieder A21, 21, A21, A22, jetzt muss ich wieder aufpassen, A23 muss ich jetzt weglassen, A24. A24. A31. A32. A34. So, und die letzte Zeile. A41. A42. Und A44. So, minus A41. So, vielleicht ein bisschen groß geworden, egal. So, auch wieder A21. A22. Und jetzt A23. Die Spalte hier weg. Die Zeile wegdenken und die Spalte wegdenken. A2, 3. So. A31. A32. A33, ne? A33. A41. Ich mache den Strich mal ein bisschen. Ja, gut. War nicht besser. Egal. Und warum schreibe ich jetzt die 4 wieder hin? War mir zu voreilig. A41. A42. A43. So, zack. So. Jetzt das nächste. Jetzt muss ich wieder Unterdeterminanten bilden. Ne? Also hier muss ich jede Determinante auch wieder auflösen. So, das heißt, ich nehme hier auch wieder das erste. Dann ist es A11, A22. Nicht ganz so viel Platz, ne? A11. Mal A22. So, mal A33. A34. A43. Ja, ich weiß, ein bisschen. Schon ein bisschen durcheinander. Ja, ich wollte jetzt schon 4-2 hier. Nee, nee. A43 und A44. Da muss man aufpassen. So. Nächste, also hier, da gilt auch wieder, bevor ich es vergesse, auch wieder Schachbrettregeln. Ne? Hier schreibe ich es auch nochmal hin. Plus, minus, plus. Minus. Plus. Minus. Plus. Minus. Plus. So. Also, Minus, das kann ich nach vorne ziehen. So, Minus. A11 mal. Also, wie gesagt, ja, doch A11, A23, 23 mal die Unterdeterminante. Die Unterdeterminante A32.
A34. Die Zeile muss ich wegdenken, ne? Also die Spalte. 3, 4. A4, 2. Und A4, 4. So. Plus A1, 1 mal A2, 4. A2, 4. Mal gucken, ob ich die Determinante noch hingequetscht kriege. Das sieht jetzt ein bisschen kacke aus dann, aber naja, gut. Schauen wir mal. So. A2, 3. A2, 3. Und A3. Hä? Quatsch. Jetzt bin ich durcheinander gekommen. A3, 2. A3, 3. A4, 2. Und A4, 3. Ja, sieht jetzt ein bisschen dämlich aus. Ich hätte es vielleicht in nächster Zeit machen sollen. Okay. Und das Rechenzeichen passt nicht mehr hin. Okay, dann machen wir hier vorne wieder Minus. Oh, das sind jetzt schon die, für die erste Determinante, ne? So. Das ist nämlich die zweite Determinante. Die muss ich wieder plus nehmen. Ne, halt die hier. Also die hier drüben. Da muss ich Minus vor, als Vorzeichen. Die hat Minus. So, Minus. 1, 2. Und dann auch wieder. Da muss ich jetzt gucken. A2, 1. Dann die Unterdeterminante hier. Ja, mal A2, 1. 2, 1, Unterdeterminante. Mal. Unterdeterminante, ich muss noch mal spicken gehen. 3, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 4. Vier, 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 drei und vier, vier. Zack. Plus ja wegen dem Minus mal Minus, weil den hätte ich jetzt wieder Minus nehmen müssen. Da dreht sich das Vorzeichen um. Ja, ich weiß, ich muss jetzt gerade nachdenken, warum ich nicht hier minus, weil ja das hier plus, das gilt ja hier genauso. Ne? Plus, minus, plus, minus. Ist ja genau das gleiche. Ne? Führe ich jetzt nicht weiter fort. Ne? Aber da ist ja das gleiche. Da hatte ich mich jetzt gerade gewundert. Hä? Wieso das Minus und das dann Plus? Aber es ist ja, ne? Plus mal Minus ist Minus und Minus mal Minus ist Plus. So. Und jetzt wird doch nochmal spicken gehen. So. 2, 3. Hier hingeschrieben jetzt. 1, 2. Mal A2, 3, ne? Habe ich gesagt.
mal A2,3. So, die Unterdeterminante ist dann hier A3,1, A3,4, A4,1 und A4,4. Mal A3,1. Kann eigentlich gar nicht sein. Da habe ich mich schon verhauen. Oder? Ach nee, das ist hier wegen A. Okay. A1, 2 habe ich ja gesagt, ne? Ja, weil ich jetzt ein Gedanken war, dass ich ja die erste Spalte hier ausgeblendet haben muss. Aber das ist, ich habe ja hier die zweite Spalte. Für die zweite Matrix. Deswegen. So, A2,3, dann A3,4, A3,4, dann wieder 4,1,4,4, A4,1 und A4,4,4,4, so, mal gucken, warum eigentlich dann. Ach ja, 2, ja, genau. Okay, ja, in Ordnung. Alles gut. So, minus. Und jetzt wieder spicken. A1, 2, A2, 4. Nee, das darf ich gar nicht machen. Erkläre ich später nochmal, warum ich das nicht machen darf. Nochmal hinquetschen. Man könnte es ja mal, dass hier so ganz dicht dran sitzt. Könnte man das noch hinkriegen. A2,4, auch wieder A3,1 und A3,3. A3,1, A3,3 und A4,1, A4,3. So, plus, und jetzt für die nächste, für die jetzt hier, A3,1, A3,1,3, ne? Mal und dann A2,1. Mal die Unterdeterminante spicken. 3,2. Was ist die hier? 2,3,4. Minus. Ja klar, 1,3, jetzt A2,2. Das sieht mir nach einem Q aus. A1,3 mal A2,2 mal die Unterdeterminante.
oben. A31. Das war das bei A14. A13. A31, A34, A41, A44. Plus die letzte. Oh, ist noch lange nicht die letzte, aber für die Zeile jetzt hier ist es die letzte. Und wenn es 3 mal A, 2, 3 mal die Unterdeterminante. So. Nochmal gucken. 1, 3. Ach, wieso komme ich jetzt wieder auf A? Ich stehe A, 3, 1. A, 3, 2. A, 4, 1. A, 4, 2. Und A42. So. Und der Platz geht mir aus. Dann schmeiße ich das Minus wieder mit hier vorne hin. So. Dann kommt jetzt hier A14. Mal das gleiche Spielchen. A14. Wie soll ich da 41 geschrieben? Das muss 14 heißen. So. Und dann A21. Mal die Unterdeterminante 3, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 3. So, plus A14 mal A22 müsste das jetzt sein, ne? Ich das jetzt richtig hab. Mal A22, genau. 3, 4, 3, 4. Ach ja, ich bin wieder 3, 1. 3, 3, ne? Ja, das geht. 4, 1. 4, 3. Und jetzt Minus. A14 mal A23 mal Determinante auch, also sind die da. So. Und
Jetzt muss ich doch wieder spicken gehen. 3-1, 3-2. 3-1, 3-2. 4-1, 4-2. So. Und jetzt das Ganze ausmultiplizieren. Also, ja, das mache ich mal noch nicht. Jetzt muss ich mir die ganzen Determinanten, jetzt muss ich mir das nochmal aufschreiben. A41, A24 und dann in Klammern. Ach, was mache ich denn da jetzt? Was bin ich denn mit dem Dings? A33. So. Das heißt also A33 mal A44 minus A43 mal A34. Das muss ich mir jetzt so aufschreiben. 1, 1, 2. Das fange ich hier vorne an. So, dass der wird richtig lang, der Ausdruck. A1, 1, A2, 2, Klammer auf, A3, 3, A4, 4, minus A 3, 2. Das richtig? Nee, 4, 3, 3, 4. So. Dann kommt mit Sicherheit Minus, ne? Ja, Minus 1, 1, 2, 3. Minus 1, 1, 2, 3. Klammer auf. Drei, zwei, vier, vier. Zwei, drei oder drei, drei, zwei, ne? Minus. Vier. Zwei, drei, vier. Vier, zwei, drei, vier. Richtig. Plus A4, ne, A1, 1, A2, 4. Plus Klammer auf. Zwei, drei mal 4, 3 minus 4, 2, 3, 3. Also 2, 3, 4, 3. Ne, 3, 2, 4, 3. Minus. Kann mir nichts merken.
So, weiter geht's. Ja, das wird richtig heftig. Dann kommt wieder Minus. Eins, zwei, zwei, eins. Den mache ich mal hier drunter. Durch. Was war das? 2-1. Das darf aber nicht sein. 3, 4, ne? 3, 4, genau. Da muss die 3, 4 stehen. Wieso erwische ich mich bei so vielen Fehlern? So. Und jetzt A1, 2, A2, 1. Jetzt muss ich noch mal gucken. 3, 3, 4, 4. Muss man denn hinschreiben? 3, 3, 4, 4. 3, 3, A4. 4, 4. Minus A4, 3. Kann ja auch von oben ablesen. 4, 3 und 3, 4. Plus. A2, 3. 2, A2, 3. 2. A2, 3. Und A3, 1, A4, 4. Minus A41, A43. Ach, das können wir nicht merken. A31, A44. A31, A44. Minus und A41, A34. Eins und drei, vier, ich gesagt, ne? So. Man kann sich auch noch ein bisschen überprüfen zwischendurch. Und zwar darf ich niemals zwei Komponente, die entweder in einer Zeile
oder in einer Spalte sind. Ja. Also ich darf immer nur in jeder Zeile und in jeder Spalte immer nur eine Komponente miteinander multiplizieren. Also ich muss, das heißt also, ich muss immer schräg durchgehen. Ja, ich darf nie irgendwie gerade. Und daran kann man sich schon mal überprüfen, okay, da haut was nicht hin. Ne? Da haut ein Produkt nicht hin. Also Produkte müssen immer so entstehen, dass ich immer Zeilen und Spalten übergreifend multipliziere. Und ich muss für jedes Produkt immer N-Faktoren haben. Das heißt also, wenn ich jetzt hier bei einem Beispiel von der 4x4-Matrix, muss ich für jedes Produkt 4 Faktoren haben. So, jetzt ist wieder Minus. Und, also man sieht, es ist auch immer ein Wechsel. So. Dann kommt jetzt wieder A1, 1. Ne, A1, 2, ne? A1, 1 hat man oben. A1, 2. A2, 4. So, Klammer auf. Und da muss ich jetzt auch wieder specken gehen. Jetzt. So, wo war ich denn da jetzt? Ah, jetzt ist er vergessen. 1, 2, A, 2, 4. 1, 2, A, 2, 4, das ist das hier hinten. So. 3, 1, 4, 3. 3, 1, 3 minus 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 4133. Was habe ich gesagt? 4,3, ne? Ne, darf ich ja nicht machen. 3,4. Auch nicht machen, weil ich irgendwie schon in der dritten bin, der dritten Zeile. Da habe ich in der dritten Spalte, da habe ich in der dritten Zeile. Mal gucken. A41, A33. A41, A43. Genau. Also ich darf immer nur aus jeder Zeile und jeder Spalte immer nur einen Faktor raussuchen. Und das muss ich dann zum Produkt machen. Und das wird wieder sozusagen ein Summand. Und am Ende wird das alles ausmultipliziert. Und da kann man sich auch nochmal überprüfen. Da kann man das auch nochmal nachkontrollieren, ob man das überhaupt noch richtig hat oder ob man sich da schon verhauen hat irgendwo. Plus. Nächste Zeile. So, und das wird jetzt A13, ne? A13. Gucken. Kann ich fast schon hier. A32. A44. Achso, ne, erstmal muss ich A21. Klammer auf. 2, 4, 4.
3, 4, 4 minus 4, 2, 3, 4, 3, 4, so, minus 1, 3, 2, 2, so, 3, 1, 4, 4. Minus A41 A34. Plus das strengt an. So A31 A23 Ich mich da verhauen hier. 1, 3, 1, 3, 3, 1, 4, 2 und minus 4, 1 mal A3, 2. So, jetzt kommt wieder Minus. Minus, das kann ich hier abschreiben, die Zeile hier. Diese ganze Zeile. A41, A24. Nee, ich bin durcheinander irgendwie. 1, 4, A, 2, 1, Klammer auf, A, 3, 2, A, 4, 3, A, 3, 2, A, 4, 3, minus A42, A33, 2, A3, 3, Klammer zu. Plus A14, A22, Klammer auf, A31, A43, so A41 und A33. So, jetzt kommt wieder Minus, die letzte A14, A23, A14, A23, A31, A42, minus A41, A32, 1, A32, uff. Anstrengend. Gut.
Und jetzt das Ganze ausmultiplizieren. Das wird auch der Hammer. Aber das mache ich in einem anderen Video. Das mache ich nicht mehr heute. Also das mache ich nicht mehr in diesem Video. Okay, dann einen schönen Dank.